nächstes Jahr zusammen zum Olympia. Training mit Emir von Tim Budesheim. Let's go, Freunde. Geil. Hallo und herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Heute in der Sportwerkstatt Meschede. Junge, ist Emir ein Kasten, Alter, ne? Und ich würde sagen, heute machen wir hier das Biggest Loser Training. Denn mein Freund Emir, der, mit dem habe ich schon mal eine Eisenhöhle trainiert, hat richtig cool gefunkt, also das Training hat richtig Spaß gemacht. Ich war gerade auf dem Weg nach Hause und habe ich mit dem Emir geschrieben die Tage, habe gesagt, hey, ich fahre hier vorbei, du wohnst hier in der Nähe, wollen wir uns jetzt zum Training treffen, weil unsere ganzen Komparsen, die trainieren jetzt alle schon in Florida. Richtig. Und wir haben es leider nicht geschafft, nach Florida zu fliegen, deswegen Biggest Loser Training. Zwei Open Guys, die jetzt quasi mit einem tränenden Auge den Mr. Olympia verfolgen müssen, aber... Schade, hat ja für beide fast geklappt, aber ich bin auch zuversichtlich, dass es nächstes Jahr definitiv klappen wird. Wie sagt man so schön, analysieren nach dem Wettkampf bis vor dem Wettkampf und ja, er ist sogar noch ein paar Jahre jünger. Und nächstes Jahr sieht es aber anders aus. Ich könnte mich noch mehr ärgern, denn ich habe schon mehr Anläufe versucht und bin knapp dran vorbei, aber ärgern bringt. Am knappsten war es für Emi, als er den zweiten gemacht hat und Roman den ersten, ne? Nichts, denn... Da war ein ganz knappes Ding zwischen Roman und Emir. GTA 6 Trailer, natürlich habe ich ihn gesehen, definitiv. Bodybuilding bringt nur, es bringt nur was, jetzt sich quasi kritisch zu analysieren. Richtig. Wo kann man besser werden, was kann man besser machen? Und dann müssen wir einfach nächstes Jahr so gut sein, dass es jedem peinlich ist, uns nicht dahin zu schicken. Das ist eine gute Einstellung, Tim. Und das ist unser Plan. Richtig, so ist es. Genau. Und heute gibt es Rückentraining. Viel Spaß mit dem Video. Jetzt wird, glaube ich, auf jeden Fall geballert, Digga. Schöne Nautilus-Maschine, geil. Komm. Lass die Brust oben und rein. Komm, 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 komm. Ja. Der Unterarm von Tim ist gottlos, ne? Jawohl. Bah! Letzter, letzter. Letzter. Füß dich rein. Ein noch. Okay, komm. Komm, 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 komm. Ja! Jawohl. Schön spitz runter zu halten. Zwei. Super. So gefällt mir das Rückentraining. Schön kontrolliert, die Negative langsam mitnehmen. Geil. Drei. Vier. Ja. Ja. Komm, Schneewittchen. Fünf. Ja. Sechs. Super. Ellbogen runterschieben. Schön eindrehen, Ellbogen. Komm. Super. 9. Ab geht's, Emir, komm. Ins Versagen rein. Ab geht's, Junge. Kein Reisen oben. Ab der ersten Sekunde aus der Kraft ziehen. Nicht reisen. Komm, zieh runter. Drücken Ellbogen runter. Ja, geil. Geil. Und einen noch, komm. Geil ist das. 2 noch. 2 noch, geil. Das will ich hören. Ellbogen runter in Latz, in die Latz. Geil. Macht der Tim wieder heute seinen Namen in aller Ehre, ne? Mit seinem Ja. Geil, einen noch. Oh, Emi ist einfach am Triefen jetzt schon. Komm, letzten. In die Latz, in die Latz, komm. Jawohl. Ja. Super. Puh. Sehr gut. Stark. Komm, 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 komm. Letzter. Letzter und rein. Halten. Jawohl. Super. Komm, Tim. Auch lange nicht mehr gesehen hier. Klimmzugmaschine als zweite Übung. Alles klar, ja, bin immer noch erkältet und platt, aber ansonsten den Umständen entsprechend geht's mir gut, mein Bester. Viel Spaß im Stream, Digi. Testo Timmy, das gefällt mir nur, dieser Name. Komm. Komm.
Komm! Ja, geil! Komm! Jawohl! Geil, ein noch! Komm! Schön rein, komm! Rein! Jawohl! Geil! Geh ruhig mit dem letzten Schritt nach oben, bitte. Ja. Jawohl. Perfekt. Komm. Schön rein. Bin da. Oh. Let's go. Be quiet, work hard. Ja. Show them. Olympia, geil. Richtig gut. Und hoch. Hoch. Und die Kimme ist auch schon nass geschwitzt beim Emir, geil. Geil! Zwei doch! So ist richtig. Come on, let's go! Let's go! Rein! Puh. Und ab geht's, komm! Ab geht's! Jawohl! Super! Knallt schon gut rein, so eine Klimmzugmaschine, ne? Ich hab die auch letztens mal gemacht bei uns im Gym. Da kann man sich richtig auch hängen lassen, so den vollen Stretch mitnehmen, oben auch nochmal richtig kontrahieren. Ist schon geil, aber macht man tatsächlich irgendwie selten. Also ich zumindest, ne? Sieht man auch selten, dass Leute daran trainieren. Definitiv, dafür ist das Ganze ja da. Du kannst hier Fragen reinstellen. Wenn da geile Fragen sind, gehe ich gerne drauf ein. Wenn da beispielsweise Fragen sind, wie streamst du GTA 6, dann natürlich nicht. Kommt hin. Komm, jetzt Einsatz, komm! Jawohl! Drei. Komm! Ich schwör's euch, das Wasser still ohne Kohlensäure. Aber jedes Mal, wenn ich die Flasche öffne, hat die tatsächlich leicht, so leicht Kohlensäure, Alter. Ganz, ganz komisch. Naja, ich bilde mir das auch nur ein. Welche Games könntest du dir denn vorstellen zu streamen? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe ja ein paar Mal Spiele gestreamt, aber irgendwie. Ich weiß nicht, ich fühle das irgendwie nicht so. Ich habe keine Ahnung, den Gaming-Stream. Manchmal macht es Spaß, aber dann irgendwie, ich zock lieber in Ruhe, so alleine, Kopfhörer auf, konzentriere mich aufs Spiel und dieses aufs Spiel und an den Chat und alles dann ist irgendwie komisch. Und zudem muss ich auch sagen, viele gucken natürlich gerne die Reactions. Heute haben wir natürlich ein bisschen weniger Zuschauer, weil wir einen Spontan-Stream haben. Die eigentlichen Streamzeiten sind ja Montag, Mittwoch, Freitag. 20.30 Uhr, heute war das ein Spontanstream durch meine Erkältung, da komme ich mal ein bisschen live. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich immer gezockt habe, sind viele abgesprungen vom Stream. Ne? Dann hat man nicht mehr so viele Zuschauer, weil es einfach die Leute nicht interessiert. Die Leute interessiert mehr so die Bodybuilding-Schiene, die wir immer fahren. Ne? Zwei noch gute, komm, schön rein. Also das, was Sam Sulek macht, ist sehr ungesund. Wie und was er wie lange macht, weiß man natürlich nicht. Das ist sehr individuell, mein Lieber. Ich weiß auch nicht, wie seine Werte aussehen. Jawohl, letzter. Komm. Halten. Jawohl. Geil. Eins. Zwei. Drei. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei, da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Ist hier noch ein Formcheck in dem Video? Das wäre natürlich interessant, aber ich glaube nicht. Jawohl. Vier. Super. Fünf. Leider nicht, die halten sich bedeckt. Komm in. Ja. Sechs. Super. Komm on. Sieben. Hilft dir keinen Schritt nach oben? Ja. Jawohl! Puh. Und 8, komm! 12 Stück machst du, komm! 8, 9, zehn, let's go! 11, ja! Ja! Und letzte, komm! Letzte, rein damit!
Rein damit, rein damit. Drei. Super. Drei. Wir machen jetzt auch die zweite Trainingshälfte. Können wir machen, wie du es machst. Ah, auch interessant. Jetzt wird dann richtig räudig geballert. Machen wir. Wenn jetzt Emir-Style kommt. Deal. Erste Trainingshälfte, more my special for the lads. Richtig. Da brauche ich ein bisschen mehr Concentration. Frischen TÜV der Tim hier. Wunderschön geschnittenen Bart, sehr schön. Und ich würde sagen, so ab der nächsten Übung. Hinten am Nacken die Konturen auch sehr schön TÜV gemacht da. Kurzhandelrudern? Ja, hätte ich auch gesagt. Okay, eine gute Übung. Im Emir-Style. Hoffentlich reißt mir nichts ab hier. Übrigens, gerade wenn man ein Studio hat, wo man geile Rückengeräte hat, wie in der Eisenhöhle, neigt man dazu Rückengeräte? Nee, Timmy, kannst du nicht. Da habe ich auch gar keine Ahnung von, mein Lieber. Ich kenne mich mit der Thematik gar nicht aus. Ich gucke ja nur diese Videos. Ich distanziere mich auch von so einer Scheiße. Keine Ahnung, Digga. Rede zu machen und die einfachsten, simpelsten Übungen wie Kurzhandelrudern vernachlässigt man. Neulich habe ich mal wieder eine der geilsten Übungen, Mann. Also für mich zumindest. Gebaut und dachte so, wie geil ist diese Übung eigentlich? Also Kurzhandelrudern. Bei mir ist krass, rechte Seite spüre ich die Kurzhantelruder extrem geisteskrank, die Übung. Und links viel, viel weniger, so 50% weniger, ganz komisch. Essentiell, ziemlich coole Übung und kann man eigentlich fast überall ausführen. Ja, Tech VKN, willkommen im Internet, ne? Da gibt es Leute, die denken halt nicht so viel nach. Zweiten mit 50, hört sich gut an. Dann machen wir einen mit 60, einfach bis nichts mehr geht. Und den allerletzten machen wir einen Dropset. Ne? Ist das 66? 66. 66. Größe hat er nicht. Ach schon. Das 80er bei dir, ne? Ich hab sogar 100er. Puh. Aber 100 brauchst du nicht. Meinst du? 80. Dann lieber mit 80 und 3 Wiederholungen mehr. Stimmt. War das jetzt die 80er, die der so ganz lockerflockig rausgezogen hat? Nee, 54er, okay, ich dachte schon. Ich hasse das. Unser Gym hat auch Kurzhantel bis 80 und die 80er sind unten. Rausholen, okay, aber die dann wieder reinzulegen, das ist so ein Kampf, Digga. Schön geil, vollen Range. Puh. Okay, jetzt machen wir mit den 66. Sie einfach. Was geht? Volle Kanne. Volle Kanone. Und letzte machen wir dann die Dropsatz. Hey, Junge, ich komme immer noch nicht auf die Unterarme klar. Jetzt, wo die noch, wo noch Pump drin ist und die so vaskulär sind, geisteskrank. Too intense. Ego-Lift, sagt er hier. Finde ich überhaupt nicht. Ich finde, gerade in dem Training trainieren die hier wirklich sehr sauber, sehr kontrolliert. Gar kein Ego-Lift. Einfach so lang droppen bis... Ich würde sagen, zweimal droppen. Bin ich dabei. Bin der Uwe und bin auch dabei. Ah, Kurva. Entschuldigung. Komm. Easy. Ich mach mal weiter, entferne mich ein bisschen von der Kamera. Stark, weiter geht's. 5, 4, 3, 2, komm. Letzter. Jetzt habe ich den Dreh raus. Dankeschön, Jinkuye. Vielen lieben Dank. Ich muss den Tim mal als erstes machen lassen, damit ich ein, zwei Wiederholungen mehr mache. So weiß ich, ich trainiere härter als er. Das sind die jungen Guys hier. Man will sich immer profilieren, das ist normal in dem Alter. 17. Wobei Emi jetzt auch schon, wie ist er, Mitte 20, ne? 18, 19,
20, zwei noch. Ja. Ja. Super. Sehr schön. Super. Leon Chocoloco fragt, wo ich die Aufblaspuppen habe. Das ist so ein Dreier-Set. 3 in 1, Amazon, 50 Euro. Einfach schön. Zewa an der Nase. Ach so, immer noch Zewa. Ja, ja, ich dachte schon, ich habe Zewa. Ja, ja, bei mir, ich habe keine Tempo. Ich habe hier nur hier den hier aus die gute alte Küchenrolle. Ich habe schon hier, fühlt sich an wie Schmirgelpapier meine Nase. Ja, Amazon, 50, 60 Euro mit Kabel, direkt rein, zack, sind die aufgeblasen, fertig, Alter, Beste. Steht normalerweise bei mir auf dem Balkon, aber ich habe es mal für den Stream hier rübergebracht. Finde ich ganz nice, so für die Dezember-Weihnachtsstimmung hier. Ich krieg kaum Luft mehr. So, Freunde, also, das ist leider ein stumpfes, reines Trainingsvideo, da passiert nicht viel, auch weder Formcheck oder so, aber man sieht, die beiden passen wirklich sehr gut zusammen, unsere deutschen Heavyweights, Emir für mich, mit, zusammen mit Mike, Tim natürlich auch, aber Emir und Mike sehe ich so als deutsche IFBB Heavyweights Newcomer, die es wirklich in Zukunft, was heißt Newcomer, die es in Zukunft wirklich sehr weit bringen können, bringen werden, definitiv. Die haben auch die richtige Arbeitseinstellung, Arbeitsmoral, das richtige Mindset. Ich denke mal, Emir, wenn er weiter so Gas gibt, wie er Gas geben wird und auch die ganze Zeit Gas gibt, so, jetzt haben wir das richtige Wort, wird er definitiv auch nächstes Jahr, denke ich, auf jeden Fall sich die Mr. O-Quali auf irgendeinem Wettkampf holen. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei ASN.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen. .com ist jetzt online. Da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.